Handarbeit im Allgemeinen und den spanischen Schritt im Besonderen gilt, dass es besser ist, jeden Tag ein bisschen was zu machen, als einmal ganz, ganz viel. Ich fange den spanischen Schritt an, dass ich hier ein bisschen das Vorderbein antuschiere. Das ist nett, aber das möchte ich gerne das andere. Okay. Ihr kennt natürlich jetzt den spanischen Schritt schon, das heißt, komm einen Schritt vor. Du stehst ein bisschen schief da. Und steh. Er kennt den spanischen Schritt schon, das heißt, er macht schon die Bewegung nach vorne. Am Anfang, ja, ist fein. Am Anfang machen die Pferde vielleicht nur ein bisschen so, zucken so ein bisschen, dann lobt man das schon und belohnt das schon. Und touchiert wieder von neuem an. Und wenn eine kleine Reaktion kommt, das reicht, ja. Wenn eine kleine Reaktion kommt, reicht es am Anfang schon. Die Pferde machen dann irgendwann von alleine eine größere Bewegung und kommen irgendwann von alleine richtig nach vorne. Das lobt man dann ganz fest, das belohnt man ganz fest. Und so merken sie, lernen sie mit der Zeit, dass sie das, was er jetzt so schön hier macht, machen sollen. Das macht man zuerst von der einen Seite, das eine Bein, von der anderen Seite das andere Bein. Das heißt, ich bin jetzt auf linke Hand, ich mache das linke Bein. Danach gehe ich hier auf rechte Hand, mache das rechte Bein. Am Anfang ist es nur das. Und wie gesagt, man muss viel Geduld dafür haben und es Stück für Stück erarbeiten und nicht zu viel wollen. Mit der Zeit, wenn sie dann die Beine schon so heben wie er, kann man dazu übergehen, Schritt dazu zu nehmen. Dafür touchiere ich das innere Bein an und wenn es hebt, gehe ich einen Schritt oder ein paar Schritte, halte ihn wieder an, touchiere das Bein wieder an und gehe wieder ein paar Schritte und halte ihn wieder an. Was in dem Moment ganz wichtig ist, ist, dass die Pferde hinten mitkommen, dass sie vorne nicht strampeln und hinten stehen bleiben und dann nachkommen, sondern dass sie schön hinten mitkommen. Ich touchiere das innere Bein an und dann gehe ich ein paar Schritte. Wenn dann das Pferd so weit ist, dass es auf Bein, das mache ich zuerst wieder, das linke Bein links rum, das rechte Bein rechts rum. Und wenn sie dann so weit sind, dass sie das beides gut machen, dann kann ich mit der Polka anfangen. Zwar soll er das Bein heben, dann soll er zwei Schritte gehen, dann soll er das Bein heben. Wieder zwei Schritte geht und das heben. Er kann das schon zu gut, deshalb ist es mit ihm jetzt schwierig, die Polka zu zeigen. Aber er soll im Prinzip das innere Bein heben, zwei, drei Schritte gehen, das äußere Bein heben. Ich versuche das nochmal zu zeigen. Das innere. Gut, wieder ein paar Schritte gehen und dann das Äußere, fein. Ein paar Schritte gehen, das Innere, gut. Ein paar Schritte gehen und das Äußere, fein. Wenn die Pferde dann diesen Schritt auch begriffen haben, kann man dazu übergehen, beide Beine anzutuschieren und dann wirklich den spanischen Schritt zu machen. Wichtig ist, dass der Kopf auch ein bisschen oben bleibt, dass das Pferd im Gleichgewicht bleibt. Und wichtig ist eben, dass das Pferd nicht nur vorne hebt, sondern hinten gut mittritt.